Die Frankfurt School nimmt jetzt zum vierten Mal am Girls' Day teil. Für uns gibt es zwei große Gründe, warum wir es für sehr wertvoll halten, als Frankfurt School dort teilzunehmen. Zum einen wollen wir die Mädchen gewinnen, sich mit den Gedanken auseinanderzusetzen, an einer Universität zu studieren und einen Campus einmal hautnah kennenzulernen am Girls' Day. Und auf der anderen Seite möchten wir erreichen, dass sie sich dafür interessieren, die BWL, die Wirtschaftswissenschaften oder die Wirtschaftsinformatik als eine Fachrichtung für sich zu identifizieren. Also diese jungen Mädchen fragen sich gerade, wo bewerbe ich mich, in welchen Bereich möchte ich gehen. Und ich wollte ihnen einfach mal darstellen, womit sie da konfrontiert werden in der Personalauswahl. Und das habe ich in diesem Vortrag dargestellt. Also ich fühle mich als Studentin hier eigentlich super gut. Ich kann nur allen Mädels auch weiter sagen, lasst euch nicht abschrecken von den vielen Jungs hier. Es ist gar kein Thema. Im Gegenteil, ich finde, es liegt auch an uns Mädels, dass wir uns hier halt auch stark präsentieren. Wir haben besondere Formate wie Ladies First oder Mentoring-Programme für unsere Studentinnen und natürlich auch intensive persönliche Beratung, um den Studentinnen zu helfen, den richtigen Karriereweg zu wählen. In meinem Kurs ist es so gewesen, also in dem Bachelor, dass wir 5 Mädels waren und 15 Jungs. Das heißt, der Frauenanteil war nicht besonders hoch. Ich habe das allerdings nie als störend empfunden, sondern eher positiv. Ja, also ich fand es auf jeden Fall mal schön, so an einer richtigen Uni zum ersten Mal zu sein, das alles mal zu sehen und auch mit den Studentinnen, die hier studieren, reden zu können, die dann von ihren Erfahrungen erzählen. Und außerdem war es noch interessant, mal die ganzen Fächer kennenzulernen, von denen man jetzt normalerweise vielleicht nicht so viel hört.